Grüß Gott und herzlich willkommen bei Ihrem Lokalfernsehen TV Mürz. Diesmal aus dem Fachgeschäft Optik Döllerer in der unteren Berggasse 3. Johannes Döllerer ist seit beinahe 25 Jahren in Mürz-Zuschlag selbstständig tätig. Neben einer großen Auswahl an Brillen werden hier Kontaktlinsen, Feldstecher, Lupen und einzigartig im Mürztal auch spezielle, vergrößernde Sehhilfen, sogenannte Lupenbrillen, angeboten. Jetzt gibt es wieder die Aktion für optische Sonnenbrillen. Der Kunde übernimmt nur den Preis der Fassung, die passenden Gläser sind gratis. Unsere erste Sendung im April steht ganz im Zeichen der Jugend. Gesundheitsvorsorge wird in der Volksschule Hönigsberg großgeschrieben. Jede Klasse hat ein Jahresprojekt zu diesem Thema. Die erste Klasse der Viktor Kaplan Volksschule behandelt alles rund um den gesunden Zahn. Wer will saubere Zähne sehen? Wer will sie nicht? Gesunde, saubere Zähne. In der Volksschule Hönigsberg hat sich deshalb die Lehrerin der ersten Klasse für das Jahresprojekt Gesunde Zähne entschlossen. Die Zähne der Kinder liegen mir sehr am Herzen und deshalb habe ich das Projekt Gesunde Zähne gestartet. Vieles haben die Kinder ja schon gewusst und einiges haben wir noch dazugelernt. Das Wichtigste haben wir in einer Projektmappe gesammelt und die Kinder sind nun Weltmeister im Zähneputzen. Aber was tun, wenn man Zahnschmerzen hat? Da kann nur mehr der Zahnarzt helfen. Wir haben einen Zahnarzt besucht und uns die Praxis ganz genau anschauen dürfen. Da gibt es ein Licht für den dunklen Mund, einen Spiegel, damit man die Zähne besser sehen kann, einen Schlauch für den Speichel und einen Bohrer. In spielerischer Weise gehen die Tafelklassler an das Thema heran. Also seit dem Herbst beschäftigen wir uns schon mit diesem Thema. Es gibt immer wieder in der Woche Schwerpunkte. Wir haben eben Lieder gesungen, wir haben Zeichnungen zu diesem Thema gestaltet und wir haben sehr viel dazugelernt. Die Kinder putzen auch die Zähne in der Schule mit ihrer eigenen Zahnbürste und wissen jetzt, dass Zucker den Zähnen schadet. Und sie achten zu Hause auch sehr darauf, wie sie sich ernähren. Gerade in diesem Alter sind die Zähne immer wieder Gesprächsthema unter den Kindern. Hat doch jeder eine tolle Wackelzahngeschichte auf Lager. Ich habe meinen Wackelzahn so lange mit der Zunge hin und her geschoben, bis er rausgefallen ist. Am Abend habe ich den Zahn unter meinen Polster gelegt und die Zahnfee hat mir 2 Euro gebracht. Ich habe einen Apfel gebissen, da war mein Zahn von allem fort. Hast du ihn wieder gefunden? Mhm. Wo war er denn? Am Baum ist er klein. Ich habe bemerkt, dass mein Zahn wackelt. Ich habe ihn meiner Mutter gezeigt. Meine Mutter hat dann einen Faden genommen und den Zahn herausgerissen. Hat dir das wehgetan? Nein. Auch Zähneputzen will gelernt sein. Anhand dieses Musterbeispiels eines Gebisses geht's besonders gut. Abends, morgens, nach dem Gesunde Zähne brauchen eine gesunde Ernährung. Auch das lernen die Kinder. Und so ist es mittlerweile schon zur Selbstverständlichkeit geworden, dass einmal pro Woche eine Mama die Kinder mit einer gesunden Jause verwöhnt. Und schon jetzt ist die Freude groß, wenn man weiß, dass man wohl sein Leben lang kraftvoll zubeißen kann. Die alljährliche Sportlerehrung wurde auch heuer wieder im Mürzer Stadtsaal abgehalten. Erfolgreiche Athletinnen und Athleten sowie Funktionäre erhielten wegen ihrer besonderen Leistungen eine Auszeichnung. Es war beeindruckend, wie viele Meistertitel und gute Platzierungen die einzelnen Sportler im vergangenen Jahr gewonnen bzw. erreicht haben. Mit einem fantastischen Showprogramm ging die diesjährige Sportlerehrung der Stadt mit Zuschlag über die Bühne. Mit gewisser
Vor einem großen Publikum wurden die erfolgreichen Athleten der vergangenen Saison ausgezeichnet. Ja, die Voraussetzungen sind entweder ein steirischer Meistertitel oder eine Platzierung unter den ersten drei bei österreichischen Meisterschaften oder natürlich eine Top-Platzierung bei internationalen Bewerben. Auch die Arbeit einzelner Funktionäre wurde gewürdigt. Durch ihre Basisarbeit haben sie wesentlichen Anteil an den sportlichen Erfolgen. Als Auszeichnung für die Funktionäre gilt 10 Jahre Tätigkeit in einer Hauptfunktion und wir haben auch eine besondere Auszeichnung für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die wir auch heuer wieder an 2 Personen übergeben. Begeistert von dieser großen Anzahl der Auszuzeichnenden zeigte sich der anwesende Nationalrat, der in Vertretung des Landeshauptmannes die Ehrung zusammen mit den Vertretern der Stadt vornahm. Also ich bin ganz fasziniert, wie ich heute vernommen habe, dass es 43 Sportvereine gibt und 66 Sportlerinnen und Sportler geehrt werden, die entweder Landesmeister oder am Stockerlplatz bei den österreichischen Meisterschaften gestanden sind. Viele der Sportler feiern nationale und internationale Erfolge. Trotzdem bleibt es immer wieder etwas Besonderes, in seiner Heimatstadt eine Auszeichnung entgegenzunehmen. Ja, das ist immer ein besonderes Erlebnis. Es ist ja nicht das erste Mal, ich bin ja sicher schon, weiß nicht, 10 Jahre, glaube ich, bin ich jetzt bei der Sportteilung dabei. Es sind verschiedene Marathons, was ich gelaufen bin und auch gute Erfolge gehabt habe. Nicht nur jetzt im Berglauf, sondern früher Marathon. Ja, und das ist immer wieder ein schönes Erlebnis für mich. Ja, es ist eine sehr große Ehre, dass man für Erfolge, wurscht war, auch immer geehrt wird. Und das finde ich voll klasse, dass das jetzt auch mit Zuschlag passiert. Ja, es ist toll, wenn ich am Stockerl stehe, aber da ist es cool. Die Band des Sportmediziners Peter Juss und die stimmungsvolle Moderation von Wolfgang Fahnleitner trugen wesentlich zu diesem gelungenen Abend bei. Wisst ihr, was das für Gewicht hat? Wer hat schon mal taucht? Ich meine, außer die vom Tauchsportclub. Ich gehe wieder schnorcheln, das ist einfach. Der würdevolle Festakt war ein Beweis dafür, dass die jährlich insgesamt ca. 400.000 Euro, die von der Stadt mit Zuschlag in den Sportbereich investiert werden, gut angelegt sind. Ist doch schlussendlich jeder dieser Champions ein würdevoller Vertreter der Stadt mit Zuschlag. Sparen und Anlegen sicher kombinieren. Investieren Sie die Hälfte Ihres Einmalerlags in Best-of-Fonds oder das Sparkassen-Garantiekonzept 166,5%. Und Sie erhalten das Sparkassen-Anlagebuch mit 5,5% Zinsen fix auf ein Jahr. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Mürzzuschlag beraten Sie gerne. Die Nachwuchstalente-Show Pi ist da ist in den letzten Jahren erfolgreich abgelaufen. Aufgrund der vielen Anmeldungen gab es nun erstmals ein Casting, in dem die 16 Besten für den großen Showabend am 16. April ermittelt wurden. Groß im Trend liegen in den letzten Jahren sogenannte Nachwuchstalente-Shows. Im Mürzer Stadtsaal ging kürzlich das Casting zu Pi ist da über die Bühne. Handys bitte ausschalten. Dass es sich nicht nur um eine lokale Veranstaltung handelte, bewiesen einige junge Talente, die aus Niederösterreich und der gesamten Steiermark anreisten, um ein wenig Starmania-Luft zu schnuppern. Die Aussprache verhaut bei ihr relativ viel. The rover, he wonder, you'll never have to wonder, we can always play by ear. Rund 40 junge, mutige Teilnehmer zwischen 8 und 16 Jahren stellten sich einer fachkundigen, strengen Jury. Ja, die Grundidee war eigentlich zuerst einmal eine sogenannte Playback-Show. Die Mini-Playback-Shows, die waren sehr in vor einigen Jahren. Und der Joachim Ramskogler von 186 ist zu mir gekommen und hat gesagt, machen wir doch einmal in Mürzzuschlag eine Mini-Playback-Show. Und ich sagte, ja, warum nicht? Andererseits, ich sage mal Musiker, zwar kein Sänger, habe irgendwo gesagt, nur auf der Bühne herum zu hopsen, zu tanzen und so zu tun, als ob man singen würde, ist mir zu wenig Anspruch. Das heißt, die Idee war dann, zu sagen, wir machen es so,
Musik kommt vom Band, wo die Kinder sollen singen. Auch aus dem Grund, um das Singen zu fördern, um die Kinder zu fordern und dadurch auch zu fördern. Die Frage, ob das das Idealere ist, und vor allem am Anfang, ich weiß schon, im Original ist der Text, so, ich will nicht sagen genuselt, aber halt eigentlich so lasziver gesungen, aber man sollte noch ein bisschen was zumindest verstehen. Ungut ist mir gegangen und ich habe mir gesagt, ich war nicht gut. Ich war nicht gut. Warst du aufgeregt vorher? Nein, nur müde. Es gehört schon eine Menge Mut dazu, sich der Jury zu stellen und ohne musikalische Begleitung seine Sangeskünste darzubieten. Ansporn genug dürfte die Aussicht auf eine CD-Aufnahme und die Arbeit mit einem Vocal Coach sein. Dieser wird die jungen Künstler vor dem großen Finale mit seinem professionellen Rat unterstützen. Ja, wir bewerten Intonation, Volumen und natürlich Textsicherheit. Auftreten wird nachhand beim Hauptauftritt bewertet, aber primär wird einmal Intonation, wie gesagt, Text und Volumen, das sind die Hauptkriterien. Ein Flug in der Schokoladestar nehme ich jede Nacht in meinen Lieblingsraum. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Im Vordergrund steht doch die Freude am Singen. Ich kann mir vorstellen, es ist für einen Erwachsenen nicht einfach, ein negatives Urteil hinzunehmen. Und Kindern wird es nicht anders gehen und man versucht es ja dann so zu formulieren, ein bisschen spaßig oder so, halt, dass sie nicht dann rausgehen und weinen. Und ich glaube, ich habe heute noch keinen erlebt, der rausgegangen ist. Aber ich hoffe zumindest, dass es nicht so ist, aber ich glaube nicht. Der Erlös der CD-Produktion soll einem karitativen Zweck zugeführt werden. Erste Gespräche mit Licht ins Dunkel und diversen österreichweiten Vertriebspartnern werden bereits geführt. Diesen Beitrag widmete Ihnen die Sparkasse Mürzzuschlag. Veranlagen Sie in Sparkassenfonds. Diese gibt es auch mit Kapitalgarantie und Wertsicherungsziel. Informationen in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Mürzzuschlag. Merken Sie sich also schon jetzt den Termin 26. April für die Nachwuchstalente-Show P-Star vor. Übrigens, bei Optik Döllerer werden auch Originalschmuckstücke aus Murano, Venedig oder Edelsteinketten aus Eigenentwurf angeboten. Und am Semmering hat Firmenchef Johannes Döllerer kürzlich in der Passage direkt auf der Basshöhe einen Oakley-Shop mit Sonnen- und Sportbrillen, Rucksäcken und Caps eröffnet. Unser Fernsehwochenmagazin von TV Mürz geht damit zu Ende. Danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen.